Das Stadtgespräch Spezial mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch Spezial, heute aus der Staatskanzlei. Ich begrüße ganz herzlich Ministerpräsident Horst Seehofer. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Minister, Präsident, jetzt können zum ersten Mal in München über 1 Million Menschen wählen. Und eine der hiesigen Boulevardzeitungen hat einen Fußballvergleich gebracht. Und zwar hat er von einer Blutgrätsche gesprochen, die Sie hinsichtlich Ihrem CSU-Kandidaten Seppi Schmidt vollbracht hätten. Und zwar ging es da um die 90 Millionen, die die Stadt München von dem Freistaat Bayern bekommt, wo Sie sagten, das sei viel zu viel, das müsste fairer aufgeteilt werden. Warum wollen Sie die Zuschüsse für München reduzieren und damit auch Ihrem CSU-Kandidaten nicht den größten Gefallen tun? Schauen Sie, Sie glauben jetzt auch schon, dass das, was in dieser Boulevardzeitung stand, richtig ist. Es ist aber nicht richtig. Deshalb ist es gut, dass wir damit beginnen, mit der Finanzausstattung der Landeshauptstadt, die ja unser Stolz ist. München ist eine Weltstadt und wir wollen, dass diese Weltstadt auch so bleibt mit diesem Leistungsvermögen, das in dieser Stadt vorhanden ist. Und deshalb wird der Freistaat Bayern auch in der Zukunft nach München und in die ganze Region München die Förderungen so geben, wie auch in der Vergangenheit. Denken Sie an die Kultur, denken Sie an die Wissenschaft und vieles andere mehr. Auch die Kindertagesstätten werden ja von uns stark gefördert. Da ändert sich überhaupt nichts. Das sind übrigens Milliardenbeträge jährlich. Nicht über eine ganze Legislaturperiode, da sind es sogar zweistellige Milliardenbeträge. Das bleibt. Wir wollen diesen Stolz für Bayern erhalten und dieser Stolz ist unsere Landeshauptstadt. Es geht bei dem Punkt, dass diese Boulevardzeitung völlig falsch aufgefasst hat, darum, dass wir sehr starke Kommunen haben in Bayern und schwächere, zum Beispiel Gemeinden, die nicht einmal einen Haushalt aufstellen können. Nicht, weil die Gemeinden so schlecht sind, sondern weil sie jahrelang an der innerdeutschen Grenze lagen und von daher sich die ganze strukturelle Entwicklung eben nicht so dargestellt hat wie hier im Großraum München. Und jetzt geht es nur darum, wie wir Solidarität zwischen den Schwächeren und den Stärkeren üben. Und da hat der heute amtierende Oberbürgermeister mir immer gesagt, also Christian Ude, in dem Wahlkampf, den wir beide bestritten, zu einer Solidarität mit Schwachen ist München immer bereit. Mehr habe ich nie gesagt. Und deshalb war diese Blutgrätsche auch völlig daneben. Aber so ist es nun mal, damit muss man als Politiker leben. Wenn uns unser geschätzter Koalitionspartner in Berlin, die SPD, hier in Bayern unterstützen würde, dass wir den Länderfinanzausgleich zurückfahren können, wo wir bekanntlich sehr viele Milliarden nach Berlin zahlen, dann würden wir einen Großteil dieses Geldes dafür verwenden, unsere Kommunen noch stärker zu unterstützen. Das ist die Wahrheit, aber darüber wird nicht geschrieben. Verstehen Sie? Aber Ihr eigener Mann, der Josef Schmidt, hat das dann wohl auch falsch verstanden. Ich möchte nämlich zitieren, ich werde nicht kampflos hinnehmen, dass München die Zuschüsse gekürzt werden. Schließlich leistet die Stadt für das ganze Land und hat einen entsprechenden Finanzbedarf. Es kann nicht angehen, dass man den Wachstumsmotor Bayern beschneidet. Also der Josef Schmidt muss Sie auch so verstanden haben, dass er sich so radikal gegen das wehrt, was eigentlich viele so verstanden haben. Gegen diese Fehlinterpretation des Boulevardplatz, Sie haben ja auch einen Namen nicht genannt. Die Bild-Zeitung, wie können Sie nennen? Die konnte er gar nicht kennen, weil ich sie auch nicht so gesagt habe in Bamberg. Es ist wie oft so zugespitzt worden. Und insofern, wenn das seine Informationsgrundlage war, hat der Josef Schmidt völlig richtig gehandelt. Er musste ja davon ausgehen, das stimmt, was dort steht, aber es stimmt nicht. Ich habe es Ihnen gerade erklärt, wie der wahre Sachverhalt ist und es wird auch nach der Wahl so bleiben. Also da werden wir überhaupt nichts verändern. Obwohl er dann sagt, aufgrund dieser Zwickmühle wäre er schon bereit, den einen oder anderen Millionen abzugeben. Das sagt ja sein Vorgänger auch. Ich habe ja gerade gesagt, der Christian Ude
hat mir immer gesagt, Herr Ministerpräsident, in einem bestimmten Umfang ist München immer zur Solidarität bereit gegenüber schwachen Kommunen, die für die Schwäche selbst nichts können, weil es historisch bedingt ist. Und insofern setzt hier bereits der Josef Schmidt einen wichtigen Punkt seines Vorgängers fort. Er sagt, ja, zur Solidarität sind wir bereit, aber es gibt natürlich auch Grenzen der Solidarität und das würde ich nie anders der Landeshauptstadt München abverlangen wollen. Es darf diese Leistungsfähigkeit dieser Weltstadt, dieser auch der Funktion der Landeshauptstadt nie in Frage gestellt werden. Da geht es nicht um Milliarden, über die wir bei der Solidarität reden, sondern um kleinere, ganz kleine Millionenbeträge, wenn überhaupt. Das ist ja nur eine Überlegung, wie kann man diesen schwachen Gemeinden helfen. Also von Blutgrätsche kann da überhaupt keine Rede sein. Übrigens habe ich mit Josef Schmidt die eine oder andere Veranstaltung in München selber praktiziert. Da war das völliges Einvernehmen auch gegenüber der Bevölkerung und es hat auch von den Fragen des Publikums her keine Rolle gespielt. Die Menschen wissen, dass ich die Landeshauptstadt da nicht im Stich lasse. Wir werden alles weitermachen, den Konzertsaal, die Stammstrecke, die Förderung der Kitas, die ja in München dringendst noch notwendig sind, den Ausbau der Ganztagsangebote in den Schulen. Das alles wird der Freistaat Bayern gerade in München auch fördern. Und wenn Sie alleine an die Verbesserung des Personennahverkehrs denken, die kostet uns über 2 Milliarden, aber die ist notwendig für die Pendler in dieser Großregion München. Also zweite Stammstrecke werden Sie sich... Das tun wir, ja, das machen wir. Ja, das kostet, das vertrete ich auch im Norden Bayerns, in Franken und sage, das ist für eine solche Funktion, ja, München ist das Herz Bayerns, also müssen wir auch schauen, dass das leistungsfähig ist, dass es pumpt, dass es Dynamik für die Zukunft verspricht und deshalb wird es an diesen großen Vorhaben überhaupt keine Abstriche geben. Aber ist es nicht auch für Sie als Ministerpräsident von Bayern schwierig? Auf der einen Seite haben Sie die Landbevölkerung, die ganz andere Bedürfnisse hat und von der man auch weiß, dass nicht alles, was nach München geht, gerne gesehen wird, sondern dass man das auch gerne in der Region hätte und dass Sie da eben auch ein Spagat hinlegen müssen. Zum einen eben, wie Sie es gerade gesagt haben, Ihre Herzkammer weiter pumpen zu lassen, auf der anderen Seite aber die Gelder eben doch in die Region zu führen. Ja, das ist die Hauptaufgabe des Ministerpräsidenten, die Vielfalt in Bayern in den Interessen auszugleichen. Ist ja, und deshalb ist man gut beraten, wenn man nicht die einen gegen die anderen ausspielt, sondern offen mit diesen Dingen umgeht. Wir wollen den ländlichen Raum stark halten. Wir wollen nicht, dass die Bevölkerung abzieht. Ist übrigens auch im Interesse von München. Wenn sich ganz Bayern nur auf München orientiert, dann wird es hier eine Megametropole, die wir so nicht wollen. Wir wollen eine Weltstadt mit Herz und wir wollen nicht so große Gebilde wie Sao Paulo oder Ähnliches, was dann nicht mehr gewährleistet wird. Das ist also auch im Interesse Münchens, wenn wir sagen, wir wollen auch die ländlichen Regionen Bayerns so unterstützen, dass gerade die Jugend dort bleibt und nicht gezwungen ist, damit sie arbeiten kann, in den Großraum München zu gehen. München wird immer eine Wachstumsregion bleiben. Ist auch wichtig, ohne Dynamik kann man den Stand nicht halten. Aber das Ganze muss so erfolgen, dass dies ja eine liebenswerte Metropole ist, wo noch Lebensqualität erhalten bleibt. Das zeichnet doch München aus, zum Beispiel gegenüber Berlin. Die Lebensqualität ist sehr, sehr hoch. Deshalb sagen wir, nicht ausspielen gegeneinander, sondern Stadt und Land Hand in Hand. Dieser etwas altertümliche Satz gilt auch im 21. Jahrhundert. In dieser Diskussion kam eben natürlich auch vom politischen Gegner auf die Behauptung, die CSU sei München feindlich und das sei nicht zum ersten Mal passiert. Und der eine oder andere hat auch gesagt, vielleicht ist es dem Ministerpräsidenten gar nicht so recht, wenn der Oberbürgermeister in München ein CSU-Mann ist, weil ein CSU-Mann als Münchner Oberbürgermeister ist der zweitstärkste CSU-Mann in Bayern. Ach, wissen Sie, man kann darüber bestenfalls schmunzeln. Das ist völlig abartig.
Ich wünsche mir, dass diese Landeshauptstadt von Josef Schmidt geführt wird, einfach weil ich ihn seit langer Zeit kenne, weiß um seine Glaubwürdigkeit, um seine Leidenschaft und dass alles, was er tut, ist authentisch. Ich habe ihn nie anders erlebt. Der war nie an irgendeiner Intrige beteiligt. Er ist kompetent, der weiß über jeden Winkel Münchens Bescheid. Und ich weiß, wenn Josef Schmidt Oberbürgermeister ist, dann wird es für den Horst Seehofer schwieriger. Nicht aus den Machtgründen, die Sie genannt haben. Ich bin in meiner letzten Legislaturperiode und möchte schauen, dass wir da noch Bayern gut nach vorne bringen und die ganzen Kommunen Bayerns auch eine gute Entwicklung nehmen. Es wird deshalb schwierig, weil der Josef Schmidt ein sehr eigenständiger Kopf ist, der sich nicht leicht etwas aufdrücken lässt oder nicht nur aus Solidarität für etwas ist, weil er der gleichen politischen Familie angehört, sondern der seinen eigenen Weg geht und auch die Durchsetzungskraft hat, diesen eigenen Weg konsequent über Jahre zu verfolgen. Das ist für mich nicht einfacher, nicht aus den Gründen, dass man einen Konkurrenten hat, sondern weil er die Interessen dieser Stadt nachhaltig vertreten will. Das mache ich doch auch in Berlin gegenüber der Kanzlerin. Möglicherweise hat er das abgeschaut, dass er so hartnäckig um etwas kämpft, um es auch zu bekommen, wie ich das gegenüber der Kanzlerin mache. Und insofern wird es ein gutes Gespann werden, auch für die Öffentlichkeit ein spannendes Gespann. Weil der weiß schon, wie er Dinge fordert und durchsetzt. Er meldet sich auf jeden Fall immer ganz laut zu Wort, wenn ihm was nicht passt, was auch aus der eigenen Partei kommt. Bei den politischen Gegnern ist er sowieso natürlich immer präsent. Aber das andere, was eben auch sehr hervorgestochen war, ist dieser Satz gewesen, wer betrügt, der fliegt. Wir hatten hier ja am Ründermarkt sehr viele, dieser in einem Hungerstreik waren und eben sich hier auch in München aufhalten wollten. Und dann kam eben aus Berlin, wie Sie dann nachträglich gesagt haben, dass das die Gerda Hasselfeld gewesen ist, die den Satz formuliert hat. Das hat ihm auch geschadet. Auf jeden Fall hat er so argumentiert. Er hat gesagt, es ist eine unpassende Debatte. Und inhaltlich keinesfalls will er Hand an die Freizügigkeit legen und hat sich dadurch sozusagen auch von der Landesregierung auch abgesetzt. Also der Josef Schmidt ist ein liberaler Politikertypus. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Ist auch gut so. Dass er ein eigenes Profil, eine eigene Meinung hat, ist auch gut. Ich habe mir das Recht übrigens in seinem Alter gegenüber den damals amtierenden Parteivorsitzenden auch immer herausgenommen. Das ist, glaube ich, bekannt. Das gehört zu einem Politiker mit Profil und die wünsche ich mir. Zu der Geschichte, die Sie ansprechen, da gehört auch wieder die Differenziertheit dazu. Kein Mensch in der CSU erklärt, dass wir gegen Fachkräfte sind. Wir brauchen sie in Bayern, in München. Und deshalb ist das völlig unstreitig, wer zu uns kommt, um hier zu arbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sich an Recht und Ordnung hält, nicht neben uns oder gegen uns leben will, sondern mit uns, ist herzlich willkommen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und sonst wo, auch im sozialen Bereich. Das Einzige, was wir nicht wollen, das drücken wir auch aus, dass die Freizügigkeit nicht bedeutet, ohne eigene Leistung an die Sozialsysteme Deutschlands heranzukommen, ohne dass man hier Steuern bezahlt hat, hier Abgaben bezahlt hat. Und dann ist völlig unstrittig bei uns auch, dass wir Menschen, die wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden und deshalb um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben fürchten müssen, bei uns in Bayern Schutz bekommen. Das beim Rindermarkt haben wir gemeinsam aufgelöst, der Oberbürgermeister und ich. Und das, glaube ich, war während eines Wahlkampfes ein gutes Beispiel für politische Kultur in Bayern. So stellen wir uns das auch in der Zukunft vor. Würden Sie sich nicht wünschen, dass es, wenn sowas formuliert wird, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, dass es nicht gleich differenzierter formuliert werden würde und nicht durch so einen Schlagsatz, wer betrügt, der fliegt, eben dann diese falsche Schlagseite kriegt? Ja, Sie wissen doch selbst, wie Medien funktionieren. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, dann wird der Satz herausgepflückt und die Differenzierung kommt nicht mehr.
Ich rede in Aschermittwoch in Passau sehr differenziert über Europa, über die Ukraine. Und dann fischen halt manche Medien einen Satz heraus und erwecken den Eindruck, der Horst Seehofer ist gegen Europa. Im Gegenteil, Europa war das Genialste, was in der Nachkriegsgeschichte überhaupt zwischen den Völkern passiert ist. Zur Friedenssicherung, zur Gewährung der Freiheit, Wohlstand, sozialer Sicherheit. Aber das kann doch nicht bedeuten, dass jeder bürokratische Schachzug, der in Brüssel überlegt wird, jetzt von uns gut geheißen werden muss. Aber es kommt dann nur, wenn ich sage, das geht nicht, dass jetzt die Europäische Kommission Arbeitsplätze gefährdet im Zusammenhang mit der Energiewende, indem sie die Industrie stärker heranziehen will, was natürlich bei uns Arbeitsplätze in Bayern gefährdet, dann heißt es sofort, jetzt ist er gegen Europa. Wir wollen ein bestimmtes Europa, ein zentralistisches und bürokratisches nicht. Aber die europäische Idee, die ist doch nach wie vor faszinierend. Schauen Sie die Menschen in Kiew an. Die sind unter größter Eigengefährdung auf die Straße gegangen und haben für die europäischen Werte gekämpft. Das heißt, von der Faszination dieser Idee ist doch nichts verloren gegangen. Das war jetzt keine Medienschelte, nicht, dass sofort wieder der Gegenangriff kommt. Ich wollte einmal sagen, wie vorsichtig man sein muss, wenn bestimmte Sätze in die öffentliche Debatte kommen, ist immer gut, ich mache das jedenfalls, ist das wirklich so gesagt worden oder gab es da noch nicht noch einen zweiten Satz oder einen dritten? Ich finde, das ist dann die richtige Diskussion. Die Frau Hasselfeld hat neben diesem Satz 12 weitere Sätze formuliert, die genau das zum Ausdruck gebracht haben, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also als geschickt würden Sie es nicht bezeichnen. Ja, ich kommentiere das jetzt nicht mehr, weil wenn ich jetzt irgendwas dazu sage, löst es wieder eine Agenturmeldung aus. Wir haben es oft genug jetzt in der Differenziertheit erklärt. Die Bevölkerung in Bayern weiß auch, dass wir jetzt nicht fremdenfeindlich sind, dass wir ein weltoffener Staat sind und dass wir diese Einschränkungen haben. Die haben wir übrigens gegenüber Bayern und Deutschen auch. Dass Solidarität in einer modernen Demokratie heißt, Menschen zu unterstützen, die sich selbst helfen wollen, aber nicht können, weil sie krank sind, pflegebedürftig, alt. Aber dass Solidarität nicht für die reserviert ist, die sich selbst helfen könnten, aber nicht wollen. Das weiß aber die Bevölkerung hier in Bayern. Schauen Sie, es gibt doch keinen anderen Staat, in den mehr Menschen gezogen sind als nach Bayern. 1,5 Millionen Menschen aus Deutschland, aus der ganzen Welt sind freiwillig, Herr van Hoven, hier nach Bayern gekommen. Die kommen doch nicht in einen Staat, von dem sie annehmen, keiner will uns und da ist die große Ödnis, sondern die kommen in einen Staat, weil sie wissen, wenn sie für sich sorgen, dass sie dann willkommen sind. Die leben ja auch mit uns. Wir haben doch in der Integration in Bayern jetzt natürlich Herausforderungen, aber keine riesigen Probleme, weil wir mit den Menschen leben, die zu uns kommen und die wollen auch mit uns leben. Okay, der Satz war so nicht gemeint. Was aber so gemeint war, war die Tatsache, dass die GBW-Wohnungen, darüber müssen wir auch noch mal sprechen, Herr Ministerpräsident, weil die wurden ja nun verkauft und zwar an Privatunternehmen. Und wir haben jetzt gerade wieder gehört, dass in Schwabing mehrere hundert Leute sich große Sorgen machen, weil eben angekündigt worden ist, dass ihre Wohnung tatsächlich modernisiert werden sollen und dann auch verkauft werden sollen. Das war eine Sorge, die man damals schon hatte, als die Wohnungen noch dem Freistaat Bayern gehört haben. Und trifft jetzt immer mehr ein. Die Leute machen sich Sorgen, dass diese Wohnungen jetzt für sie nicht mehr bezahlbar sind. Was sagen Sie denn? Also Sie wissen, dass wir eine ganze Reihe von, erstens mussten wir verkaufen. Das war ein Ergebnis der Landesbank. Ich sage gleich präventiv, an diesem Ergebnis der Landesbank, an diesem Debakel, waren die Sparkassen ganz maßgeblich mit beteiligt. Die waren ja zur Hälfte Eigentümer und eine dieser Sparkassen war auch die Stadtsparkasse München. Und wer der Verwaltungsratsvorsitzende dieser Sparkasse ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Weil er immer so getan wird, als hätte man mit der Landesbank überhaupt nichts zu tun, aus der Sicht der Landeshauptstadt München. Die Sparkassen Bayerns
waren hier mit dabei. Ich sage, wie ich das Amt antrat, vor 5,5 Jahren, waren sie zur Hälfte Eigentümer der Bayerischen Landesbank. Nur damit auch das mal historisch klargestellt ist. Wir haben geholfen, und zwar nur der Freistaat Bayern alleine, damit die Landesbank und in der Folge die Sparkassen keine Schwierigkeiten bekommen. Und die Europäische Kommission hat gesagt, okay, die Hilfe ist in Ordnung, aber die Bayerische Landesbank muss sich von einigen Geschäftsfeldern trennen, unter anderem von diesen Wohnungen. Ich habe dann größten Wert darauf gelegt, dass für die Mieter ein Mieterschutz vereinbart wird, und zwar individuell für jeden einzelnen Mieter, der alles übersteigt, was ich an Mieterschutz kenne. Und wir Bayern sind ja, das konnten wir in der letzten Legislatur nicht machen, weil wir den Koalitionspartner FDP hatten, für ein Verbot dieser Umwandlungen. Das war, wie gesagt, nicht möglich. Nicht, weil wir nicht überzeugt waren, die CSU, sondern weil die FDP uns daran gehindert hat. Man hätte es davor machen können. Ja, davor war ich nicht Ministerpräsident. Das ist wohl wahr. Und ja. Ich habe vieles übernommen, aber für alles können Sie mich nicht verantwortlich machen. Jedenfalls, solange ich Verantwortung habe, ist diese soziale Seite sehr, sehr berücksichtigt worden. Und ich verfolge das sehr genau, ob Patricia sich an alles hält, was da an Auflagen, an Vereinbarungen getroffen wurde. Wir haben ja auch einen Vertrauensmann mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein, der sich um all die Fragen, die Sie jetzt aus der Praxis schildern, noch kümmert. Aber ich schaue auch als Ministerpräsident darauf. Das will ich gar nicht an die Landeshauptstadt München jetzt abschieben, dass dieser soziale Schutz für die betroffenen Menschen jetzt und in der Zukunft erhalten bleibt. Wo können die sich melden? Oder, denn, ja. denn da ist eine große Verunsicherung da und die Leute haben einfach Angst, dass sie morgen nicht mehr in ihren Wohnungen sind. Im Grunde bei jedem verantwortlichen Politiker der Landeshauptstadt, bei mir, bei dem Ombudsmann Günther Beckstein oder auch bei Patricia selbst oder auch über die Medien. Man kümmert sich dann darum, weil ich Wert darauf lege, das hat ja auch schon im Landtagswahlkampf eine Rolle gespielt, dass wir die Dinge, die wir den Menschen zugesagt haben, auch einhalten. Auch dann, wenn keine Wahltage anstehen. Ich muss zu einem weiteren Thema kommen, wo vielleicht auch Ihre Meinung wieder ist, dass da nicht alles gehört worden ist. Aber es kam nicht gut an und gerade in München. In München gibt es eine relativ hohe Gruppe Homosexueller. Und da wurde gesagt, dass das eine schrille Minderheit ist, die Homosexuellen, von dem General damals noch Dobrindt. Und das war eine Sache, wo sich, glaube ich, der Josef Schmidt besonders drüber geärgert hat, weil er sich sehr auch um diese Community in München gekümmert hat und auch auf den verschiedensten Veranstaltungen gewesen ist. Und dann musste er plötzlich sich anhören, dass aus seiner Partei jemand sagt, die Homosexuellen sind eine schrille Minderheit. Verstehen Sie, dass er laufend für manche das Gefühl hat, er müsste sich gegen die eigene Partei wehren? In dem Fall ist es eine Formulierung, die man so nicht akzeptieren kann. Sie ist auch nicht wiederholt worden, wie Sie wissen, weil wir immer unseren Respekt ausgedrückt haben vor anderen Formen des Zusammenlebens. Auch da wird Verantwortung wahrgenommen füreinander. Das würde ich nie bestreiten. Und deshalb ist in diesem Fall etwas anders als in den Fällen, die wir gerade behandelt haben. Da kann ich nicht sagen, es ist eine Halbinformation oder Fehlinformation. Dieser Satz ist so erfolgt, er ist nie mehr wiederholt worden. Und ich habe dann als Parteivorsitzender und auch als Ministerpräsident dieses Landes erklärt, dass wir auch mit Respekt auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften achten und dass wir auch ausdrücklich sagen, auch dort wird Verantwortung wahrgenommen füreinander. Und deshalb gibt es da keinen Anlass, dies zu diskriminieren, diskreditieren oder abschätzig mit Formulierungen zu begleiten. Wenn man so von dem Mainstream spricht, dem jede Partei eigentlich folgt, und sich dann noch mal anguckt, wie der Josef Schmidt sich in den letzten Jahren bewegt, bewegt er sich eigentlich zu weit weg von dem Mainstream? Könnte das nicht auch die Gefahr bedeuten, dass er
in seinem eigenen Klientel Wähler verliert? Das glaube ich nicht. Er ist eine eigenständige Persönlichkeit. Josef Schmidt ist ein eigenständiges Produkt, wenn ich das mal zu einem Menschen sagen darf. Das wäre völlig falsch, wenn der nicht authentisch überkäme. Er soll das vertreten und so handeln, wovon er überzeugt ist. Es hat doch keinen Sinn. Das wird er mir immer unterstellt, so ja, ein bisschen wendig und so. Das ist ein völlig falsches Etikett. Ich habe auch meinen Politikstil. Der Josef Schmidt hat seinen Politikstil. Beide haben wir eine Koalition mit den Bürgern, er mit den Münchnerinnen und Münchnern. Und in München haben wir eine andere Bevölkerungsstruktur als in Aschaffenburg. Und deshalb er bewirbt sich ja für ein Spitzenamt in München. Und deshalb wäre es völlig falsch, sich hier zu verbiegen und zu sagen, gibt es ein Kernklientel der CSU, das ich auch noch zufriedenstellen muss. Er soll sich so zur Wahl stellen, wie er ist. Und dann ist es glaubwürdig. Und so kleinkariert sind, sagen wir mal, Erzkonservative nicht, dass sie sagen, jetzt kann ich jemanden nicht wählen, nur weil er nicht zu 150% meine Position vertritt. Ich glaube, wir müssen viel mehr vermitteln. Wir leben in einer Welt, die immer enger zusammenrückt. Kulturen rücken zusammen. Die Vielfalt in einer Stadt von gesellschaftlichen Auffassungen ist so groß wie nie zuvor. Gleichzeitig haben die Menschen unendlich viel Informationsmöglichkeiten. Und dies alles als eine Bürgergesellschaft zusammenzuhalten in einer so großen Stadt wie München, das ist politische Kunst. Und die traue ich dem Josef Schmidt absolut zu. Und dass er diese Kunst beherrscht, kann nicht gegen ihn gewendet werden. Dass er vielleicht nicht nur nach einer Gruppe jetzt Politik macht und die andere vernachlässigt. Er versucht, diese Stadtgesellschaft zusammenzuhalten, zusammenzubinden. Deshalb gefällt mir auch der Ton in diesem Wahlkampf recht gut. Zwischen den Konkurrenten. Es ist ein Wettbewerb. Da darf man auch mal ein bisschen ironisieren und ein bisschen emotionaler werden. Aber insgesamt ist das ein Umgang unter den Kandidaten, soweit ich das meistens über ihren Sender verfolge. Da sage ich Respekt. Das könnte auch sowas sein wie eine neue Epoche der politischen Kultur. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, in München gibt es sehr viele Parteien, die gerne gewählt werden wollen. Für manche sind es zu viele, aber ist halt Demokratie, da kann sich jeder bewerben. Aber um nochmal dieses rechte Spektrum sich anzugucken, haben Sie das Gefühl, dass die AfD da eine Gefahr werden könnte, wenn sich der Josef Schmidt zu weit in die Mitte bewegt? Nein, weil ich seine Auffassung kenne. Und das, was die breite Mehrheit der Bevölkerung von diesen Themen Euro und Europa denkt, das ist auch im Herzen von Josef Schmidt. Und da habe ich keine Sorgen, dass da rechts ein Problem entsteht. Übrigens gilt das für ganz Bayern. Sie sind ja jemand, der sich auch sehr oft in München aufhält. Hier ist ja nun mal die Staatskanzlei. Deshalb kriegen Sie natürlich auch das Kommunale sehr viel intensiver mit als vielleicht in anderen bayerischen Städten. Wenn Sie sich das angucken über die letzten Jahrzehnte, dann war es immer ein Sozialdemokrat, der hier Oberbürgermeister war, dann auch in Verbindung mit den Grünen. Wir sehen in anderen Regionen, dass Schwarz-Grün funktionieren könnte. Welche Hoffnung haben Sie in der Beziehung für München? Also nachdem eine absolute Mehrheit für keine politische Kraft zu erwarten ist, nach menschlichem Ermessen, finde ich, sollte man auf kommunaler Ebene offen sein für die Zusammenarbeit im Stadtrat. Da kann nur das Wohl der Stadt eine Rolle spielen. Und deshalb hätte ich überhaupt keine Bedenken, wenn man mit den Grünen gemeinsam gestaltet in München. Also CSU und schwerpunktmäßig die Grünen. Aber ich habe auch nichts gegen eine Unterstützung durch die FDP oder eine Zusammenarbeit mit der SPD. Das muss sich immer danach ausrichten, wer kann
von dem, was man selbst realisieren will, das meiste mittragen. Danach muss doch gehen. Es muss jetzt darum gehen, was kann ich von dem, was im Wahlkampf der Bevölkerung gesagt wurde, anschließend umsetzen. Und wenn das mit Grünen möglich sein sollte, würde ich das als Parteivorsitzender sehr begrüßen und sogar befördern, unterstützen. Das war auch wieder so ein Punkt, wo gesagt wurde, der Josef Schmidt hat eine andere Meinung als der Seehofer. Wir haben auf Bundesebene mit den Grünen gesprochen. Und wäre Jürgen Trittin nicht am Tisch gesessen, wären lauter Kretschmanns da gesessen, dann hätten wir heute eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene. Diese ideologischen Unterschiede sind weitgehend überwunden. Es ist natürlich immer spannend, auch mit Ihnen über nationale Politik zu sprechen. Da wir aber jetzt so kurz vor der Kommunalwahl stehen, nochmal Ihr Gefühl, ob die politischen Kulturen zwischen Schwarz und Grün heute schon sich so angenähert haben hier in der Stadt, dass da was gehen könnte. Es gibt ja die Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Nallinger, die also da mal kurz geflirtet hat mit Josef Schmidt, aber dann ist es auch schon wieder auseinandergegangen. Da haben wir schon drüber gesprochen, als es darum ging, wer betrügt, der fliegt. Da haben sie also ganz hart sich gegen die CSU auch in München gestellt. Glauben Sie, dass die Kulturen sich schon so weit überlappen, dass man gemeinsam in der Stadt Politik machen könnte? Ja, wissen Sie, vieles dieser Distanzierungen erfolgt auch, um wieder eigene Darstellungsmöglichkeiten und Profilierungen zu haben. Das darf man nicht überbewerten. Es gibt umgekehrt auch sehr viele, sagen wir mal, sympathische Äußerungen von Frau Nallinger über den Josef Schmidt. Vielleicht nicht über die CSU, aber über die Person Josef Schmidt. Und ich würde da so einzelne Äußerungen, die dem Wahlkampf geschuldet sind, jetzt nicht überbewerten. Ich halte vom Prinzip her es für notwendig, dass man auf kommunaler Ebene handlungsfähig und gesprächsbereit über Parteigrenzen hinaus ist. Das ist eigentlich mein Idealbild von kommunaler Politik, dass eigentlich immer im Stadtrat die Mehrheiten gesucht werden sollten für eine gute Lösung. Jetzt als Chef der CSU frage ich Sie, die jetzige Koalition spricht über München zum Beispiel. München wächst und wächst, das ist was Positives. Keine deutsche Stadt beheimatet so viele Großunternehmen, also DAX-Unternehmen. Hohe Gewerbesteuer erlauben Schuldenabbau. Positiv, positiv, positiv. Warum soll man die CSU wählen? Ja, weil ich den Slogan lese, damit München München bleibt. München bleibt aber nicht durch Stillstand München, sondern nur, indem man bereit ist, etwas zu verändern. Und es gibt ja auch dann, wenn ein Gemeinwesen gut ist, ich würde München nie schlecht reden, nur damit man gewählt wird, sondern man muss seine Zukunftsvorstellungen darlegen. Das hat Josef Schmidt, glaube ich, umfassend getan. Auch den Finger in die Wunde legen von Dingen, die nicht so gut laufen, von den Kitas bis zu den Schulen, von dem Zustand der Schulen. Die Kliniken brauche ich, glaube ich, nicht mehr hier erwähnen. Die sind allgemein bekannt, welche Probleme hier in München bestehen. Und damit etwas, was gut ist, auch gut bleibt, muss man bereit sein, etwas zu verändern. Das ist Josef Schmidt, bereit zur Veränderung. Und deshalb ist das das stärkste Argument für die Wahl der CSU. Nur ein großer regierender Bürgermeister von Hamburg, Oli von Beust, hat ja oft gesagt, eine so große Metropole muss sich bewegen. Da muss sich was bewegen. Und wenn sich nichts bewegt, dann wird es eine Schlafstadt. Dann hat es keine Zukunft und dann hat es auch keine Dynamik. Eine Weltstadt muss pulsieren und trotzdem eine Weltstadt mit Herz bleiben. Ich bin gegen übertriebene Verdichtung, gegenüber endlose Ausbreitungen. Es gab ja mal einen Vorschlag aus der Wirtschaft, eine Münchner Metropolregion von Ingolstadt bis Garmisch-Partenkirchen. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung. München muss schon lieblich bleiben. Wo Sie die Wirtschaft ansprechen, mir fällt ein Zitat von Roland Berger ein, der, als er über die Dynamik von München befragt wurde, gesagt hat, der Stadt geht es auch deshalb so gut, weil es eben diese Reibung, auch von der haben Sie ja eben gesprochen, immer gegeben hat, weil überwiegend die Stadt von SPD regiert wurde und das Land Bayern, wie wir alle wissen, von der CSU. Und durch diese Reibung entstanden halt auch positive Dinge.
Aber das ist kein Argument für SPD, CSU, sondern es ist ein Argument für eine Person. Ich bin für Reibung bekannt und Josef Schmidt ist dazu auch sehr gut in der Lage. Und deshalb, wenn das Argument ist, man braucht Reibung, um Entwicklung zu haben, dann kann ich garantieren, die ist mit Josef Schmidt gegeben. Aber Sie fanden das nicht, dass das mit dazu beigetragen hat, dass München sich so prosperierend entwickelt hat? Dass das mit ein Grund für den Erfolg war? Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil Sie müssen ja jetzt den CSU machen. Nein, das ist auch möglicherweise ein Aspekt gewesen, der Wettbewerb. Ich würde es nicht als Reibung bezeichnen, sondern der Wettbewerb, dass jeder möglichst mit seiner Bilanz gut aussehen will. Das ist ja auch der Sinn vom politischen Wettbewerb. Aber der bleibt ja. Ich sehe nicht eine Verschmelzung der Landeshauptstadt mit dem Freistaat Bayern. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Es gibt unzählige Beispiele. Sie haben ja das in Frageform gekleidet, wo Josef Schmidt schon jetzt im Wahlkampf gesagt hat, das ist nicht meine Position oder so hätte ich es nicht gesagt oder das halte ich für notwendig und das muss geschehen, unabhängig davon, wie die bayerische Staatsregierung denkt. Und das erwarte ich auch von einem Oberbürgermeister, der diese herrliche Stadt führt, der kann doch nicht darauf warten, wie denkt die Staatskanzlei oder darf ich das, weil ich in der CSU bin und die CSU-Spitze vielleicht anders denkt. Dann können wir schon einsperren, wissen Sie, das erwarte ich. Ich habe mich nie daran gehalten, als Bundesminister oder Bundestagsabgeordneter, mich nur stromlinienförmig zu verhalten. Sie haben eine sehr starke Position in Ihrer Partei. Und jeder, der sich hat doch der Josef Schmidt auch. Der weiß wendet, genau. Dem kannst reinregnen. Ja, wenn der ist nicht stromlinienförmig. Also der schwimmt nicht mit dem Strom. Das kann ich Ihnen wirklich in aller Ruhe sagen. Also wenn das Argument ist für eine Wahl, wir brauchen Reibung, dann sind Sie bei Josef Schmidt bestens aufgehoben. Abschließend noch mal eine ganz andere Frage, weil wenn man sich Kommunalpolitiker anguckt und Landespolitiker anguckt, dann weiß man, ein Oberbürgermeister muss mit 65 Jahren aufhören. Ein Ministerpräsident darf so lange, wie er will oder wie er gewählt wird und eine Bundeskanzlerin darf auch so lange, wie sie gewählt wird. Gibt es da irgendeine Logik für Sie? Nein. Das ist bisher das einzige Gesetz, das die Landtagsmehrheit, also auch meine Partei, gegen meinen Willen entschieden hat. Da war das schon sehr weit entwickelt, dieser Gedanke. Ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen das logisch nicht erklären. Ich sage das auch öffentlich, bei jeder Gelegenheit. Ich erlebe jetzt viele Landräte, Oberbürgermeister, auch den Münchner Oberbürgermeister. Wieso muss der jetzt aufhören? Und der Horst Seehofer, der auch 65 in diesem Jahr wird, ohne große Geburtstagsfeier, der kann weitermachen bis zum 69. oder 70. Lebensjahr. Das geht mir nicht in den Kopf. Und gleichzeitig sagen wir in der gesamten Bevölkerung längere Lebensarbeitszeit, damit unsere Renten sicher sind. Und außerdem haben wir auch eine deutlich längere Lebenserwartung. Viele meiner Elterngeneration, die sind in Rente gegangen, haben noch 2-3 Jahre gelebt und mussten dann sterben. Heute ist die durchschnittliche Rentenzeit 15 Jahre. Aber für die CSU München ist es ganz gut, dass es noch so läuft, ne? Das wissen wir erst am Abend des Wahltages, was gut war und was gut ist. Nur deshalb, weil man schon im Amt ist, gibt es keine automatische Vertragsverlängerung. Auch meine Wahl liegt ja noch nicht allzu lange zurück. Und das war ja auch ein sehr ritterlicher Wahlkampf mit Christian Ude. Aber dass er so ausgeht am Ende, haben Sie in unserem letzten Interview zur Landtagswahl auch nicht so vermutet. Die Wahrheit liegt noch immer in der Wahlurne. Und das ist der perfekte Satz, um diese Sendung zu beenden. Herr Ministerpräsident, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, vielen Dank. Bleiben Sie dran. Programm bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch-Spezial mit Jörg van Hoven.